In einer weiteren Geschichte haben wir von dem Geschäftsführer einer großen und auch wachsenden Elektrofirma einige Geschichten dazu gehört, was eigentlich die Effekte von der Nutzung und vom Einsatz neuer Medien und mobiler Medien im Unternehmen sind. Diese Geschichten entstammen jetzt einem bestimmten Betrieb, sie stehen aber repräsentativ für viele andere Erzählungen, die wir mit Geschäftsführern geführt haben. In dieser Firma ist es so, dass die Mitarbeiter relativ unabhängig voneinander arbeiten und dass sie auch selten in einem Standort zusammenkommen. Jeder Mitarbeiter hat ein eigenes Auto, in jedem Auto ist ein Laptop. Jeder Laptop hat einen Stand Internetverbindung. Der Geschäftsführer hat nun erzählt, dass diese Konstellation, diese Ausstattung mit den Medien bestimmte Nachteile hat. Ein Nachteil ist, dass die Arbeitsorganisation der Baustelle leidet, weil die Mitarbeiter nun denken, dass sie alles mit dem Auto holen können. Wer jeweils eine Baustelle bei sich zu Hause gehabt hat, der weiß, dass der Arbeitsablauf stark davon abhängen kann, ob man nun eine zweite Schubkarte hat oder nicht. Jedenfalls, die Mitarbeiter organisieren nicht, sie holen lieber Sachen nach, weil sie ein Auto zur Verfügung haben. Auch die Verwendung von Laptops hat einen ähnlichen Effekt. Die Mitarbeiter versuchen nicht im Voraus zu organisieren, versuchen auch nicht, sich allzu viel zu merken, weil sie immer wissen, im Notfall kann ich etwas nachrecherchieren, kann ich alles, was ich brauche, noch einmal nachlesen. In der Forschung nennen wir das auch digitale Demenz. Und ein dritter Effekt, den der Geschäftsführer berichtete, ist, dass Informationen, die er hat, sich anhäufen. Das heißt, dass immer größere Datenmengen zusammenkommen, auch immer größere Datenmengen verschickt werden, was bei den Mitarbeitern zu einer Informationsüberflutung und auch zur Zurückweisung von Informationen führt. Was er als generelles Problem der Verschickung von Informationen über das Internet zum Beispiel sieht, ist, dass er nie sicher sein kann, ob das, was er eigentlich transportieren wollte an Wissen, bei den Mitarbeitern auch angekommen ist, ob das verstanden worden ist. Seine Notfallmaßnahme ist, die wichtigsten Informationen mit dem Lohnzettel zu verschicken, dann weiß er, dass es zumindest ausgepackt worden ist.